Ja, dann haben wir uns in der letzten Folge einfach nochmal kurz den Deadline-Day noch angeguckt. Und jetzt geht es weiter mit dem nächsten Spiel gegen Utrecht tatsächlich. Wir sehen uns dann. Aber herzlich willkommen zurück zu eSport FC 24 natürlich. So, ich kann mal kurz ein bisschen. Es sind nochmal zwei neue dazugekommen. Ja, der Roson ist ein bisschen. Reus und der Roson sind ein bisschen angeschlagen. Deswegen werden sie erstmal nur auf der Bank sitzen. Und Basso, er darf dafür definitiv nochmal eine Schussformation spielen. Der Neuzugang. Beste Offensive gegen beste Defensive. Heute können wir beobachten, ob beide ihrem Ruf wirklich gerecht werden. Ja, beide, zwei Leute haben wir ja von Utrecht im Kader. Nämlich Novoa und Yashari, die wir beide geholt haben. Die beiden Ex-Utrecht-Spieler. Und natürlich wir als Trainer, Marc van Bommel. So, wir wollen natürlich hier den dritten Sieg heute in dieser Aufnahmesession in Folge. Ich weiß gar nicht, wie viel wir jetzt insgesamt in Folge haben. Hauptsache, wir sind erfolgreich. Am Ende ist es wurscht. Wir müssen nämlich ein bisschen den Vorsprung zu halten vor Ajax. Es war noch kein Abseits, Schiri. Da war schon noch Minimum noch einer auf der Linie. Lang. Wieder zurück in der Stoffformation. Allerdings halt, wie gesagt, weil Auto Rosa ein bisschen angeschlagen ist und dann kurz danach das Pokalspiel auch noch ansteht. Ich glaube gegen Excelsior. Entweder Excelsior oder Sparta. Ich habe es nicht genau richtig gesehen. Ecke. Und Riesenchance für Utrecht, Trimines. Der hat richtig Asche gekostet. Der hat 29 Millionen oder so gekostet. Oder 36 oder irgend sowas. Und Utrecht ist ja jetzt auch der Tabellen. Ist ja der Dritter momentan. Ah, scheiße. Nein, 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 nein. Oh Gott, Alter, lass dich nicht ausspielen. Nein. Utrecht macht hier Druck. Die Ecke kommt. Ecke landet beim Gegner. Das ist die Möglichkeit. Raman. Auch den habe ich ja geholt. Ich habe ja fast alles da einen Spieler geholt. Auch Sujic. Jetzt wird er mal richtig Arsch gekommen. Richtig teuer ist. Da habe ich dafür, glaube ich, 8 Millionen. 8 Millionen hier gekostet, geholt. Oh, scheiße, Mann, das war ein schlechter Ball. Aber Burke, heute als Stürmer, saß jetzt einige Zeit auf der Tribüne. Burke! Ja, gut gemacht da. Novoa. Novoa! Die 1-0. Und das durch den ehemaligen Spieler vom FC Utrecht. Super Aktion, da lässt er ihn einfach stehen, setzt sich mühelos durch. Tolle Ballbeherrschung und ein Sensation. Ja, Burke steht auch noch da ein bisschen, aber den sieht er gar nicht. So, dann nimmt die Variante langes Eck. Und damit steht's jetzt. Und zur Freude auch am Spielfeldrand. Seine Mannschaft 1-0. Hier bislang richtig ja, gut. 18 Minuten. Es ist mittlerweile Tor Nummer 31 in dieser Saison für ihn. Ich glaube, der Rekord ist bei 42, 43, irgendwie sowas. Das könnte sein, dass er das jetzt, wenn er das beibehält, dass er es durchaus schafft. Brabitz, ja, der nach der Saison ja eh seine Karriere beenden wird. Die Flanke erstmal zu lang. Nix da. Die erste Grätsche ging noch daneben, die zweite passte dann. Ecke. Der Ball erstmal raus. Gut gemacht.
abgeblockt, diesen Konter unterbunden. Wir haben es ja im letzten Spiel gesehen, wie man so einen Konter erfolgreich und schnell abschließt. Vier Stationen gegen das nach der Ecke. Und jetzt ist es Novoa gegen Van der Horn. Und nicht das Tor. So, es gibt Freischuss für uns. Ja, es wird auf jeden Fall ein kurzer Freischuss werden, weil ich werde nicht damit auf lange spielen. Und Batu, ja, der ist Innenverteidiger von Beruf. Und es gibt Ecke. Oh, lang. Ja, aber so, ja, der hat ja eine Weile bei, da hat er, ich weiß gar nicht wie lange, aber er hat mal bei Wolfsburg gespielt, in der Bundesliga. Jetzt kommt ein halbes Jahr oder so vielleicht oder sowas. Und danach hat er sich, also wirklich auf die Reihe bekommen hat er noch nicht allzu viel. Lozano. Ach, scheiße. Ja, also ist es halt, wenn man seine Chancen erstmal nicht nutzt, dann ist er, eigentlich war das Ding gut geblockt und gut abgeklärt. Nein, das ist das doch. Angelinho. Burke. Burke. 2-0. Ja, man, wir sind effektiv. Hugo Novoa, Tor Nummer 32 in dieser Saison. Wie gesagt, das ist eigentlich so ein Spieler, den ich immer zu irgendeiner Karriere habe. Ich habe einen Bayreuth damals gehabt. Jetzt macht er schon wieder. Spielstand 39. Minute, 2-0 PSV durch eben jenen Hugo Novoa. Hast du, nehmen wir so. Sanchez. Ja, spiel nur, wenn einer sich mal mitgehen würde. Leider nein. Ach, er gibt Freischuss für uns, weil da noch ein. Boah! Oliver Burk knallt das Ding oder küpft das Ding jetzt auch nur diesen Freischussflanke von dieser Freischussflanke von Lozano. Ja, wir haben, nachdem sich nachdem Utrecht den Chancenbuch am Anfang betrieben hat und dann das 0-1 kassiert hat, die sind wir jetzt voll dabei. Wir müssen das mit dem Chancenbuch. Jetzt war jetzt, wie gesagt. Und dann ist Pause. Pause im Philips Stadium. Die erste Spielhälfte ist zu Ende. Ja, nicht das Passur. Tatsächlich jetzt so ein bisschen unser Puzzlestück ist da hinten drin. Der hält den Laden momentan ein bisschen dicht. Gegen aber gegen den Reminez momentan. Der ist weg. Ah, der war gut, aber die Umsetzung war schlecht. Da hat er gut aufgepasst, der Verteidiger da. Nempalle. Auch so. Madison, ja. Also mit ihm verstärken sie sich in jedem Fall, das ist richtig gut. Da von Tottenham, glaube ich. War so, ja, gut. Lozano. Jetzt vielleicht die Chance für den Kopf.
Das war scheiße. Das ist scheiße. Der hätte nur den Fuß reinhalten müssen. Der wäre perfekt gekommen, der Ball. Der war genau perfekt in die Mitte gespielt. Nächste gute Situation. Oliver Berg. Schiri? Hallo? Da kann man aber auch mal so ein bisschen tröten oder was, ne? So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Lempale mit dem W-Pass. Und den Ball kriegt David durch. Und was für ein Tor von Norlang. 3-0. Der Seitfallzieher macht es. Akrobatisch, wie er da in der Luft liegt. Da zeigt er seine ganze Technik. Da möchte ich gerne mal die Wiederholung sehen, wie der den genommen hat. Den Seitfallzieher schauen wir uns natürlich nochmal an. Super Technik, super Timing. Besser geht's nicht. Ja, der hat den schönen... Hat er schön rausgehauen, hat er durchgezogen, ja. Also falls hier war es nicht, aber es ist ein schönes Tor, trotzdem. 3-0 jedenfalls. Und mit dem 3-0 sorgen sie hier für klare Verhältnisse. Und Berg, kein Abseits diesmal. Berg, 4-0. So ein Lupfer und dann auch noch aus dieser kurzen Entfernung. Doppelschlag. Eichhofen. Ja, ich hab's auf den Lupfer ausgelegt. Keine Chance für den Keeper. Und Van Bommel ist natürlich happy, auch gegen seinen Ex-Club, den nächsten hohen Sieg. Ja, Scheiße. Also wieder mal 4 Treffer erzielt. Gegen Twente waren 7. Im letzten Spiel waren es 5, jetzt sind es wieder 4. Ja, Schari. Ja, der ist erstmal nicht durch. Nee. Die Idee war gut, aber der Pass passte nicht. Rahman, der ist halt nicht ohne. Und der war halt ablösefrei, ne? Also wird unser Vertrags... war vertragslos, so war es richtig. Lang. Lang, lang. Und der Keeper hält das noch zu Null. Ja, wäre schön, wenn wir mal wieder zu Null spielen würden. Wenn wir mal zu Null. Ganz wichtig, dass sie da zur Stelle sind. Und jetzt sind noch 8 Minuten zu spielen. Zu schnell festgelaufen. Ich war mich überlegen, was machst du denn jetzt? Spielst du ihn durch? Nach Linio. Oliver Berg. Berg. Dann in die Witz.
Hat er gut gesehen, da auf De Witt den Ball rauszuspielen, den kriegt er aber. De Witt 5-0. So, haben wir, glaube ich, alle 5 jetzt, ne? 4 haben wir jetzt durchgezogen. 4 Wechsel. Das ist natürlich mehr so ein Schaulauf. Und damit ist es 5-0. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann das Tor aus kurzer Distanz. Das ist kein Problem. Sie hören nicht auf, spielen weiter nach vorne. Und daher steht es mittlerweile 5-0. Ich glaube, Schiri pfeift ab. Zu 0 wäre geil. War wieder. Ganz alleine die Chance. Ball ist jetzt erstmal raus. Gute Parade. Jo. Es ist mal wieder nach langer, langer Zeit 1-0. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugt. Das war heute eine überragende Vorstellung von ihm. So kann man mal ganz kurz toll einen Anführungszeichen Verfolger distanzieren. Nee, Nijmegen ist es. Viertelfinale. Oh, PSG möchte mich haben. Ja, könnte man theoretisch mal wieder rein theoretisch. Ja, jetzt sofort? Zögern. Idee wäre natürlich reizvoll. OM möchte Sanchez haben. Also PSG möchte uns haben. Der Trainer, deswegen zögere ich jetzt auch noch ein bisschen. Ich bin am überlegen, nach der Saison vielleicht, also ich würde die Saison hier auf jeden Fall noch bei PSG zu Ende spielen und dann, auch nach Paris gehen. Das wäre vielleicht eine Idee. Und dann nochmal was anderes auszuprobieren. In unserer Karriere hier. Gut, ich würde sagen, wir machen Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, liebe Leute. Und dann geht's weiter mit dem Duell in Nijmegen. Pokal-Viertelfinale steht da dann.